Marcel Baude, endlich mal wieder auf dem Platz gestanden und dann gleich ein Tor gemacht. Wie fühlt sich's an? Ja, schön. Auf alle Fälle ist es erstmal schön gewesen, dass der Trainer mich mit in den Kader genommen hat. Und dass er mir dann die Chance gibt, jetzt schon 45 Minuten zu spielen, ist natürlich top. Ne? Das Knie hält, das ist die Hauptsache. Das war heute erstmal das primäre Ziel, dass da alles in Ordnung ist. Und ja, mit dem Tor ist natürlich super rausgespielt von Ziege und das freut mich natürlich. Allgemein zum Spiel, souverän gewonnen? Ja, souverän gewonnen. Wir haben, in der ersten Halbzeit schon es relativ klar gemacht mit dem 4-0. Und ja, und wie gesagt, dann haben wir das solide runtergespielt. Das Lazarett lichtet sich hoffentlich ein bisschen bei Energie. Wie geht es jetzt mit dir weiter? Nächste Woche schon auch wieder im 18er Kader? Das ist nicht meine Entscheidung. Ich werde im Training natürlich alles dafür tun und ranklotzen. Aber wie gesagt, ich muss erstmal wieder richtig fit werden. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwann der Mannschaft wieder richtig helfen kann. Viel Erfolg weiter. Dankeschön. Pflichtaufgabe. Wir haben gesagt, wir wollen den Titel verteidigen und sowieso dann, wenn man gegen Sechstligist spielt, ist es klar, dass du gewinnen musst. Eigentlich sicher, das habe ich auch gesagt. Mir wäre auch heute ein 3-0, hätte mir heute auch mal gereicht, dass es dann 6 geworden sind. Mit vielen Chancen umso schöner. Umso schöner ist auch, dass nach dem 4-0 die Mannschaft nicht aufgehört hat. Schön ist auch, dass Baude Comeback gefeiert hat. Erstes Spiel in dieser Saison. Hat hart gearbeitet in der Reha, hat die ganze Woche trainiert und von daher sind wir zufrieden. Mehr Rotation als heute in der Anfangsformation ging ja auch gar nicht mehr, oder? Also Martin Kamenz im Tor dann auch und so weiter, Max Grundmann in der Anfangsformation. Ja, Kamenz, Grundmann machen im Training, hauen die alles raus. Ja. Grundmann hätte es schon öfters verdient gehabt, aber sein Konkurrent oder beziehungsweise auf der Position spielt unser Kapitän, unser Leader Marc Stein. Den kann ich nicht rausnehmen, weil er für den Zusammenhalt der Mannschaft, für die ganze Organisation unfassbar wichtig ist. Das ist halt manchmal so ein bisschen das Leid einzelner Spieler und deswegen Bulle, so wie wir ihn nennen, der hat es immer verdient, weil der wirklich im Training hoch alles investiert. Das macht richtig Spaß. Ich versuche ihn auch schon über einen rechten Verteidiger im Training weiterzuentwickeln, um da auch weitere Optionen zu schaffen. Matti genauso, ist ein Junge, der kommt aus unserem Nachwuchs. Warum soll ich ihn nicht geben? Er ist aktuell die Nummer 2 von Energie Cottbus. Ich hoffe nicht, dass after was passiert, aber der kann mal krank sein und dann muss er auch spielen. Dann müssen wir ihm auch das Vertrauen schenken und von so geht das immer weiter. Und Rotation, ich sag nochmal, ein kleiner Kader, ist gefährlich, aber auf der anderen Seite gibt es auch den Spielern Möglichkeiten und Spielpraxis zusammen oder sich vielleicht auf anderen Positionen zu entwickeln. Trotzdem hätte ich jetzt gerne den einen oder anderen Spieler zurück, weil in der Meisterschaft natürlich ein bisschen mehr Gegenwehr und da brauchen wir natürlich gerade jetzt in den Herbst-Wintermonaten, die dann kommen, ein bisschen mehr Rhythmus, ein bisschen mehr, sag ich mal, klare Organisation. Und das ist uns am Dienstag dann auch nicht so gelungen, weil wir dann am Dienstag im Spiel ohne Ball nicht so das interpretieren konnten, wie das eigentlich in den Wochen zuvor, obwohl wir, da bleibe ich dabei, absolut als Sieger hätten vom Platz gehen müssen und habe das Spiel auch nochmal auf Video geguckt und ich kann nach wie vor nicht feststellen, wo der Gegner Torchancen hatte und bin auch nach wie vor dann enttäuscht von diesen Aussagen, was der MDR mir dagegenüber da versucht hat zu fragen. Lazarett, du hast schon angesprochen, Marcel Baude ist heute zurückgekehrt, 45 Minuten im Einsatz, Tor gemacht, er schien recht glücklich damit und du selbst? Ja, der Baude, der ist ein Spieler, der mit einer hohen Identifikation für Energie Cottbus spielt, mit einer Top-Einstellung, hat aber einen Konkurrenten mit Starzef, der das sehr, sehr gut macht und der muss jetzt ein bisschen Geduld mitbringen. Trotzdem bin ich glücklich oder sind wir glücklich, dass er gesund ist, dass er in seiner Reha hart gearbeitet hat und dann hat er die Bestätigung bzw. hat er heute die Belohnung schon mit dem Tor bekommen. Auf Baudi können wir uns 100% verlassen. Mit ihm haben wir zumindest, was die Alternative auf der Position, sind wir jetzt sehr gut aufgestellt mit zwei sehr engagierten und disziplinierten Spielern. Ganz kurzes Wort noch zum kommenden Wochenende. Babelsberg ist heute mit Hängen und Würgen weitergekommen gegen Stahl Brandenburg im Pokal. Nächste Aufgabe für euch? Ja, ist ein Derby, es ist immer was besonders, gerade nach den Vorkommnissen leider im April, gerade die Diskussion so danach, dass wir da auch als Verein und als Mannschaft so ein bisschen schlecht dargestellt worden sind. Also für die Vorkommnisse kommen nichts, da haben wir uns klar positioniert und auch distanziert. Wir wollen gewinnen, ja. Wir wollen die Weste behalten, wollen zumindest
Platz 1 behalten wir ja sowieso, aber wie gesagt, wollen gerade uns in den Heimspielen mit unserem Publikum dann auch gewinnen. Mamba wird zurückkehren, Kuse wird zurückkehren, haben ein bisschen mehr Optionen und dann, wie gesagt, möchten denn die Leistung bzw. speziell die Leistung aus den letzten Heimspielen, speziell wie gegen Hertha, wollen wir dann auch, obwohl Babelsberg ein bisschen anders spielt als in der letzten Saison, ein bisschen defensiver, ein bisschen kompakter, weil im letzten Jahr waren sie mit die Mannschaft, die mit am besten Fußball in der Regionalliga gespielt hat.